Langweilige Küchenradios war gestern. Nabo präsentiert hier die Soundbase. Was das ist, was es damit auf sich hat, was das Ding kann, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Eine Statistik hat gezeigt, dass in der Küche längst nicht nur gekocht wird, 2/3 aller Haushalte haben einen Fernseher und noch mehr haben einen Radio. Grund für uns genug, diesen neuen Radio, die Soundbase von Nabo auszuprobieren, und deswegen stellen wir euch dieses Produkt vor, welches nun ganz neu auf dem Markt ist, was es alles kann und ob es seinem Preis gerecht wird. Das wollen wir eben heute herausfinden und haben das unter die Lupe genommen. Mit einem Subwoofer, der sage und schreibe 11,5 cm Durchmesser hat und 2 Stereo-Lautsprecher auf der Vorderseite, schiebt das Ding so mächtig an, dass einen Hören und Sehen vergeht. Das Ganze mit 14 Watt Leistung. Für die Konnektivität gibt es auf der Rückseite einen Hauptschalter, dann einen LAN-Anschluss, einen Line-Out-Eingang, der AUX-In-Eingang und sogar eine Antenne, die mitgeliefert wird für höchsten Klanggenuss. Das Ganze findet ihr auf der Rückseite des Gerätes. Zu den Hauptmerkmalen gehört natürlich ein Internetradio, wo ihr euch tausende von Radiostationen frei aussuchen könnt, sei es nach Land oder nach Genre sortiert. Hier stehen euch, wie gesagt, jede Menge an Radiostationen zur Verfügung, genauso wie das Media Center, wo ihr einen USB-Stick anstecken könnt und eure Lieblingsmusik abspielen könnt, über eine Wiedergabeliste sogar. Oder was hier auch noch möglich ist, natürlich der normale Radio, genauso wie DAB, bloß in bester Qualität, ohne Rauschen, mit einem beeindruckenden Klang, wie schon erwähnt, durch den Subwoofer und den 2 Stereo-Lautsprecher. Dann habt ihr natürlich das Informationscenter, wo ihr sogar Wetterinformationen holen könnt oder Finanzinformationen und noch vieles mehr. Und zu guter Letzt habt ihr noch den AUX-Eingang, genauso wie die Bluetooth-Einstellungen, damit ihr Smartphone koppeln könnt mit dem Radio. In den Einstellungen finden sich noch Datum, Zeit und Wecker. Ein Timer genauso. Was ein Wecker in der Küche bringen soll, ist ja, sei es dahingestellt, wahrscheinlich, wenn man ein Kochrezept hat. Und natürlich findet ihr auch einen Sleep Timer, genauso wie die Energieeinstellungen. Kommen wir zu einem Fazit. Durch die tolle Verarbeitung, sprich Klavierlack-Design und diesen absolut tollen Klang, ist dieses Teil viel zu schade für die Küche. Aber wie gesagt, in der Küche sollte gute Musik nicht fehlen, und das hat man definitiv mit der Soundbase. Wo ihr das Ganze kaufen könnt, im gut sortierten Fachhandel, habt ihr dazu Fragen, dann verwendet doch unsere Webseite. Ansonsten sagt Technikbauer danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.